Triambakasana ist die Stellung von Triambaka. Triambaka ist zum einen ein Name von Shiva. Triambaka heißt auch die der drei Mütter. Und damit soll es heißen, dass es eine heilende Stellung ist. Und Triambakasana soll deine Heilenergie aktivieren. Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Von hier gibt die Beine etwas auseinander, beziehungsweise gibt mindestens die Knie auseinander. Du kannst die Fußrücken kreuzen, du kannst den Kopf zwischen die Knie hindurchgeben und dann hast du die Unterschenkel hinter dem Kopf. Wenn du noch weitergehen wolltest, könntest du dann noch probieren, die Unterschenkel hinter den Nacken zu bringen, nur die Stirn auf den Boden. Falte dabei die Hände hinter dem Rücken und atme tief ein und aus. Dies ist letztlich eine einfache Variation der schlafenden Schildkröte.